Am 19. August wurden zwei Bilder an die Gedenkstätte Esterwegen übergeben, gemalt von Adolf Bender. Er war zwischen 1934 und 1936 Häftling der Konzentrationslager Bürgermoor und Esterwegen. Was er sah, hielt er auf diesen Gemälden fest. Friedhelm Haldorn begegnete dem Maler auf einem Künstlermarkt und kaufte ihm zwei seiner Werke ab. Der Bender war ein bescheidener, älterer Herr, der, ja, ich hatte fast den Eindruck, als er so ein bisschen erzählte von dieser Geschichte, dass er das jetzt gemalt hätte aus seiner Erinnerung, dass er so ein bisschen deprimiert war, weil von der Seite, für die er es eigentlich gemalt hat, nämlich eben für die jungen Leute, dass die wissen, dass da kein Widerhall war. Und aber sonst war er sehr aufgeschlossen und ja, genau kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, es sind 30 Jahre her. Er war bescheiden, freundlich, nett und hat zu seinen Werken gestanden, die er da gemalt hat. Und es war eine Lust, ihm zuzuhören und es war auch eine Freude, die Bilder zu kaufen. Nach 30 Jahren Privatbesitz stehen die Werke jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung. Gemalt von einem frühen Gegner des Nationalsozialismus, der das Lagerleben am eigenen Leib erfahren hat. Und er war Maler. Kunstmaler und er hat schon als Schüler sogar Bilder gemalt und auch ausgestellt. Und so hat er dann hier in der Lagerhaft Skizzen gemacht von dem, was er selber gesehen hat, was er erlebt hat, was um ihn herum geschah. Und diese Skizzen konnte er offensichtlich auch mitnehmen, als er irgendwann das KZ verlassen konnte. Und hat dann in den 1960er und 70er Jahren aus diesen Skizzen Bilder gemalt. Als jetzt dann eine Anfrage kam, wir haben da Bilder von Adolf Bender. Da waren wir natürlich elektrisiert. Und gesagt, oh, ja, ist ja Wahnsinn. Ja, natürlich toll. Nun sind die Werke also in der Gedenkstätte Esterwegen zu betrachten. Damit auch nachfolgende Generationen nicht vergessen. Also das, 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 das,